Willkommen zu einer weiteren Folge Paleo Pines. Ich stehe hier mit einem Sattel vor Mr. T, denn ich habe heute Morgen die Meldung bekommen, dass es zwei neue Helfer gibt. Und das müsste ja auch Mr. T sein. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich einen Sattel draufpacken können. Jawohl! Ein kleiner süßer Sattel für Mr. T. So komm, da setzen wir uns gleich mal rauf. Alter Schwede, ist der riesig. Ja los, los geht's, ja. Und noch kein bisschen Ausdauer. So, dann werden wir beide doch gleich mal gießen, denn ich glaube, Mr. T kann gießen. Boah, das sieht aus, ey. Schnell laufen möchte ich mit ihm jetzt nicht, weil dann ist ja die Giga alle. Aber man hat einen sehr guten Überblick von hier oben. So, wollen wir mal gucken. Ja, genau, du kannst gießen. Der müsste eigentlich zwei Felder auf einmal machen können. So, komm, gieß mal rüber hier. Herrlich, herrlich, herrlich. Dass wir den gleich auch mal ein bisschen aufleveln. Ja. Und dann können wir die Tomaten ernten. Wir können da hinten die, was waren das, Kürbisse? Kürbisse ernten, genau. Und dann werden wir uns gleich mal ein bisschen umschauen nach neuen Dinos. Ich habe schon ein paar von den neuen Farben gesehen, also es gab ja ein Update. Und es gibt neue Farben bei den Dinos. Und eine oder zwei davon habe ich auch schon entdeckt. Na, mal gucken, was wir heute so sehen. Sind wir mal gespannt, so. Ja, mach voll. Sehr schön. Und wenn Mr. T jetzt noch ein Level abbekommt. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das noch gieße. Nee, okay, reicht nicht mehr. Dann hole ich mir Posti. Aber weißt du was? Du kommst heute mit. So. Warte. Ja, jetzt haben wir's. So, mein lieber Posti, du hast ein Level abgehabt, ne? Level 4, jawohl, genau. 125 Energie. Das wird uns reichen. Aber jetzt schaue ich erstmal bei den anderen Dinos, wie es denn mit Häufchen aussieht. Wie sieht es denn? Ja, siehst du, da hat einer ein kleines Häufchen gemacht. Und ich habe es, glaube ich, zwei Tage mal so gespielt. Ja, ohne Aufnahme. Genau, und habe eigentlich immer nur geerntet. Wieder neu angebaut, beziehungsweise neu angebaut gar nicht, denn die Sachen, die ich geerntet habe, die blieben dann bestehen. Also die kann man mehrmals ernten. So, komm, Mr. T. Wir wollen weiter. Ich müsste ja auch mal langsam wieder mit Schnuffel hin und den ganzen Unrat hier beseitigen. Es nimmt gerade wieder so ein bisschen Überhand. Es sieht sehr unordentlich aus. Doch, doch. Gut, zwei Felder haben wir noch. Einmal das da und das da. Da habe ich auch den Zugang anders gebaut. Das zeige ich euch gleich. Und ich brauche dafür eigentlich mal einen Teich. Da könnten wir gleich mal bei Marlo... Marlo? Ja, bei Marlo gucken. Was wir dafür brauchen. Ja, wunderbar. Alles gegossen. Weil ich muss immer von hier langsam darüber gehen. Das ist so ein bisschen unpraktisch. Das müsste ich mal ändern. Ja, trotten wir mal langsam hin. Und da ich jetzt den Eingang noch versetzt habe, dauert es noch ein bisschen länger. Denn hier vorne ist er nicht mehr. Der ist jetzt da hinten, da sieht man den. Weil dann kann ich hier, glaube ich, noch ein Fünferfeld hinbauen. Und hinter diesen zwei Feldern dann halt den Teich hinsetzen. Ich denke mal, das ist dann ganz okay. Dum, 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 dum. Ja, er hat die Ruhe weg, ne? Alles gut. Er kann ja auch nicht schneller. Hat einen Mund voll Wasser. So, mal gucken, alles gegossen. Ja, es kommt dann manchmal vor. Entweder stehe ich dann ungünstig oder, ja. Da haut irgendwas nicht hin, dann hast du mal ein paar Felder, die halt nicht gegossen sind. Da sehe ich schon was glänzen. Dann müssen wir wegmachen. Muss weg. Hui, pui. Ja. So, das haben wir. Aber irgendwo muss noch mehr sein, weil sonst wären jetzt schon mehr Dinos glücklich. Ach da, guck mal, da glänzt es. Oh, hier überall. Ja, ja, hier durfte jeder mal, ne? Ich sehe schon. So. Und da, du stehst direkt drauf, Mini, ich weiß. Und das sind immer noch nicht alle. Ja, wo ist noch eins? Ja, wo ist denn noch ein? Mr. T hier mittendrin. Das sieht aus, dieser Riesendino. Ja, Mr. T, du müsstest doch von da oben sehen können. Warte mal, vielleicht. Ach, da hinten wahrscheinlich, bei Lucky. Oder bei Blacky? Ja, weder noch. Also, irgendwo müsste hier ein Häufchen sein. Ich sehe es aber nicht. Moment. Oh, so wenig Futter am Trog.
Das ist das Problem. Deswegen sind die nicht glücklich. Dann müsste ich auch mal bei Corland vorbei und da Futter kaufen. Ich habe nämlich hier drin nicht mehr so viel. Und das ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Wenig Futter, schlechte Laune. Ja, das könnte ich auch mal irgendwo reinpacken. Müsste ich auch mal kaufen. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das ich jetzt habe. Ich habe 463. Ich werde was verkaufen müssen. Da komme ich gar nicht drum rum. Schaue ich gleich mal, was ich dann verkaufe. Okay, das da rein, jawohl. Und dann das bisschen Futter, was ich habe. Na komm mal her, mein Großer. Das bisschen Futter, was ich habe, packe ich denn da noch rein. Damit die so ein bisschen was haben. Und dann muss ich gleich sowieso in die Stadt. Da bleibt gar nicht aus. Naja. Naja, immerhin. Immerhin. Zwei macht's glücklich. So, und dann muss ich noch ernten. Und dann muss ich noch gießen. Nee, gegossen haben wir eben gerade. Habe ich schon wieder vergessen. Nee, ernten dann. Dann nur noch ernten. So, wie sieht's bei dir aus? Alles sauber, ja. Ja, okay. Und bei euch irgendwie ein Häufchen? Ein Häufchen Elend? Auch alles sauber. Okay, ja gut. Dann halt nicht. Dann komm mal mit. Dann gehen wir mal was ernten, wa? So, hoffentlich gehen die Felder jetzt mal weg. Müsste eigentlich. Ach, immer noch nicht. Immer. Ach, Mann, das dauert so lange. Ich will den Zaun endlich zumachen. Das dauert so lange. Ach, Mann. Na gut. Ist, wie es ist. Ah ja, das ist leer. Okay, da könnte ich jetzt... Ich müsste sowieso was kaufen. Also eigentlich, ich brauche Geld. Das ist so elendig. Weil bei dem Picknick wollte ich eigentlich ganz viel spenden, aber... Weißt du was, ich warte hier noch einen Tag, bis die anderen Sachen reif sind. Und dann baue ich neu an. Gut, habe ich noch eine Tomate gesehen irgendwo? Mir war so, als ob. Okay, dann kloppen wir erstmal alles hier rein. Das auch. Ja, ich habe mal schon Unkraut, das könnte ich mal zu Dünger machen. Und habe ich sehr viele Tomaten. Dann verkaufe ich eins. Ne, dann verkaufe ich das hier. Den behalte ich. Ja. Ich habe auch ziemlich viele Erdbeeren. Verkaufen wir den Überschuss mal. Verkaufen wir den Überschuss. Das wird so viel Geld nicht werden, ne? Das könnt ihr auch mal hinsetzen. Eieieiei. Komm mal mit. Na komm, ist der Tee. Ja, dann schauen wir mal, was so ein Teich kostet. Was ich dafür brauche. So, wollen wir mal schauen. Sehen wir vielleicht irgendwie einen neuen Dino? Hier jetzt glaube ich nicht. Hier ist nichts neu. Bei den Minis ist gerade nichts neu. Glaube ich. Also jede Farbe habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich hatte die Faultierfarbe schon mal gesehen. Und diese Silberfarbe, die ist ja auch neu. Gut, ich muss verkaufen. Dann gehen wir erstmal hier zu Corland. Naja, immerhin. Ja, bestätigen bitte. Und das auch. Er ist nicht viel, ne? Ich muss ja schon Futter kaufen. Und das am besten auch. Ja, jetzt haben wir noch 526. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Jaha, Handel. Nee, individuelle Bestellung. Wo ist denn der Teich? Da ist er. Was brauchen wir dafür? Nur Steine. Und eine Menge Muscheln. 250 Muscheln und 100 Steine. 100 Steine kannst du haben. Hoppala. Problem ist einfach, ich habe kein Geld. Das ist gar nicht gut. Und ich komme ja kein Geld, weil ich ja das sparen will für dieses Erntefest. So ein Dilemma gerade. Na ja, gut. Dann holen wir jetzt erstmal 100 Steine. Bestellen Teich. Ah, da hinten, da ist die neue Farbe. Das ist einmal... Genau, das ist diese Silberfarben.
schauen wir uns das mal kurz aus der Nähe an. Ich weiß gar nicht, als was das eingestuft ist. Diese Silberfarben. Beruhigen. Jo, schlaf mal. Mal gucken. Es ist als gewöhnlich, genau. Also es ist nichts Besonderes. So, 100 Steine wollte ich holen. Ach komm, das Futter sammeln wir gleich mal mit ein. Auch wenn das nichts für Mr. T ist, aber... Die Pflanzenfresser freuen sich drüber. So. Dann füllen wir erstmal Futter auf. Und 100 Steine. Jo. Steine, 100. Ja, nehmen wir das mit. So viele Steine habe ich dann auch gar nicht mehr. Dann muss ich mal schauen, wie dann Steine kommen. Okay, ihr wolltet Futter. Ihr wolltet Futter, ihr bekommt Futter. Ja. Jetzt sind wieder alle glücklich. Herrlich. Gut. Dann bestellen wir mal den Teich. Aber weißt du was? Du bist doch eh auf Folgen. Dann nehmen wir mal Lucky mit, weil Lucky kann hier mal so ein bisschen aufräumen jetzt. Das nimmt nämlich, langsam nimmt das so ein bisschen Überhand hier. So. Lucky, du machst mal die Wege sauber. Lucky ist nämlich auch bei Level 20. Und wenn der arbeitet, geht das noch viel schneller. Sehr schön. Auftrag aktualisiert, Fasern benötigt. Ja, da muss ich mal gucken. Oh, da liegt auch noch was. Dann nehmen wir alles mit. Na, mal schauen, ob wir es heute hinkriegen, Lucky auf Level 20 zu bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Energie er dann zum Schluss hat. Ob das dann 950 sind oder 1000 sogar. Aber das kriegen wir vielleicht gleich zu sehen. Mal gucken, ja, mal gucken. Doch, könnte klappen. Könnte klappen. Noch mehr. Sehr schön. Gut, also auf zu Marlo. Einen Teich bestellen. Den brauchen wir wirklich. Sonst muss ich immer so elendlange laufen. Das muss ja nicht sein. Das will ja keiner. Ich will das nicht. Ihr wollt das nicht. Keiner will das. Gut. Und dann drehen wir mal eine kleine Runde, ob wir irgendwelche Dinos sehen, die na, vielleicht ganz besonders sind. Oder eine schöne Farbe haben. Das reicht ja auch schon. Ja, moin. Handeln? Nein, nicht spezielle Handeln. Spezielle Handlung. Wir müssen eine spezielle Handlung tätigen. Und zwar bestellen wir den Teich. Bestätigen, okay. Ja, 100 Steine und ein bisschen, Muscheln. Auch noch. Das heißt, ach, ich brauche gar nicht gucken, kriege ich gar nicht. 25 Saaten, da ich gar kein Geld für. Ah, was freue ich mich, wenn das Fest vorbei ist. Erstens, weil ich dann vielleicht neue Farben sehe. Oder seltene. Oder sehr seltene sogar. Und... Naja, ich kann dann wieder mein ganzes Geerntetes verkaufen. Dum, dum, dum. So, wie sieht es bei euch aus? Nö, alles gut. Hier auch. Hier hatte ich gestern diese Faultierfarbe gesehen. So ein Braun ist das. Ja. Aber war, glaube ich, ungewöhnlich war das. Genau, ungewöhnlich ist die Farbe. Also jetzt auch nicht so. Und ich fand die jetzt auch nicht so toll. Gut, dann drehen wir hier mal eine kleine Runde und schauen mal, was es hier so Schönes gibt. Ja, nö. Ja, hier läuft unser
üblicher Verdächtiger herum. Dann gehen wir mal zu unserem Kaktus, gucken, was er zu erzählen hat. Werfen wir einen Blick auf deine Zukunft. Oh, heilige Trauben. Es ist besser, wenn wir nicht mehr über die Zukunft sprechen. Und weg. Oh Mann. Ich bin mal gespannt, ob der da irgendwann irgendwie rauskommt oder so. Keine Ahnung. Ob wir erfahren, wer das ist. Oder ob es einfach ein Mysterium bleibt. So, dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dann wollen wir mal gucken. Nö, 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 ihr seid nicht besonders süß, ja. Aber nicht in der Farbe. Das kann keine besondere Farbe sein, denn die haben alle die gleiche. Das kann nichts werden. Hier, ihr habt auch beide. Ja, identisch seid ihr nicht. Aber sieht mir jetzt auch nicht besonders aus. Hier oben ist nüsche. Gut, gehen wir mal hier hin. Stufe Wurm ist das Tier erhöht. Ist ja schon mal was. So, was haben wir denn? Was macht die denn hier? Moment mal. Ah, die hatte gestern ihren Dingstag. Ich dachte heute. Deswegen steht sie hier vielleicht. Du bist wieder da. Gibt es Kanu-Knabbereien? Ja. Du hast welche? Fantastisch. Die Herbo-Knabberei gehört ganz dir. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch nach Ariacotta Canyon. Danke für alles. Ja, gerne. Und die nächste Quest. Hier ist deine Belohnung. Okay. Ja, hab ich gerne gemacht. Lass mich raten, diese Quest? Nee, doch nicht. Okay, die beiden da drüben können nichts Besonderes sein. Gleiche Farbe. Hier. Nö. Bei den Kleinen ist immer schwierig zu erkennen. Die sehen alle ziemlich gleich aus, bis auf er hier. Sieht jetzt aber auch nicht so super besonders aus. Aber ich kann mich da natürlich auch täuschen. Ich guck's mir mal an, aber ich glaube nicht, dass das... Oh! Oh, wir kennen uns noch gar nicht. Das ist ein Ding. Na, dann mal los. Jetzt wird's spannend. Ne, Entschuldigung, ich wollte nicht anfangen. Du zuerst. Na? War's das nicht? Das war's doch, oder? Fang doch mal an. Na, jetzt haben wir es aber. Sehr schön. Und wir haben einen neuen Dino kennengelernt. Der Ceratosaurus. Meine Herren. Ja, schlaf mal eine Runde. Ja, beruhig dich. Beruhig dich noch mehr. Ein sehr aufgewecktes Tier. So. Da bin ich mal gespannt. Ceratosaurus erstmal. Schreiben wir das Ganze mal auf. Sehr schön. Und du bist ungewöhnlich. Ziegelrot, okay. Und ist ein Fleischfresser. Gut. Dann mal weiter. Was bist du denn für eine Farbe? Muss ich mal nachschauen. Schauen wir mal nach. Halt, hier geblieben. Okay. So, mal gucken. Gewöhnlich klarer Himmel. Ich glaube, hatte ich auch schon mal gesehen. So, komm, aufwachen. Weiter geht's. Wo ist Lucky? Da ist Lucky. Okay. Oh, Lucky ist kurz vor Level 20. Wo ich nochmal kurz hingehen könnte, wäre... Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber zu denen da oben halt. So, einmal hier rum, zack. Und Mr. T kann da nicht folgen, da kommt er nicht hinterher. Zumindest das letzte Mal nicht geschafft. Diesmal wird es wahrscheinlich auch nicht anders aussehen. Oh, ich sehe gar keiner. Das ist ja ein Ding. Oh. Aber das könnte ich mal mitnehmen. Okay. Großer Traumstein. Ey, jetzt hat das ja doch geschafft. Super. Letztes Mal hat das nicht geklappt, da blieb er hängen. So. Okay, was haben wir denn noch?
Da sind die jetzt. Ihr kleinen Ausreißer. Das hier könnte irgend... Oh, das ist vielleicht... Auf jeden Fall könnte selten sein. Das Problem ist... Ah, so geht's vielleicht. Das könnte was Seltenes sein. Die Farbe. Beruhig dich. Ja. Immer noch nicht? So, jetzt aber. Ja, nun schläft er. Fein. Na? Ungewöhnlich, Mandarinen. Schade, sieht so hübsch aus, ne? Zack. So. Dann wollen wir mal weg. Und zwar Richtung Dablewood. Ja, machen wir uns auf den Weg nach Dablewood. Wobei, es gibt ja noch Dinos direkt in Arikota Canyon, also in der Stadt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie heißt denn die eigentlich? Steht das hier drauf auf der Karte? Nee, ne? Nö. Aber wir gehen trotzdem mal hin. Und zwar stehen die immer bei Zara rum. Ah, da hinten. Gut, sieht jetzt aber nicht so besonders aus gerade. Na gut, okay. Ich könnte jetzt auch Quests machen, ja, aber... Nee. Ich finde die Quests, muss ich ganz ehrlich sagen, die motivieren mich nicht so. Zu machen für irgendwie dann kriegst du entweder... Also du kriegst ja nicht immer Geld, du kriegst ja mal Tomaten oder dit oder dat. Ja, weiß nicht. Weiß nicht. Das Spiel, muss man schon sagen, lebt halt eben von diesen Dinos halt, ne? Alles drumherum ist so, ja. Gut, das Farming ist ganz nett gemacht, dadurch, dass du mit diesem Dünger und so ein bisschen gucken musst. Was du wann, wie anbaust, wie du was düngst, okay. Ausdauer? 20.000 Ausdauer. Jawohl! Unser erster Dino auf Level 20. Sehr schön. Ob ich die anderen auf 20 kriege? Keine Ahnung. Weil es sind einfach zu viele, naja. Dim. Dum, dum. Ja, das hier. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Habe ich schon gezähmt? Habe ich nicht gezähmt, sondern schon mal angeguckt. Ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, aber war nichts. War, glaube ich, gewöhnlich sogar. Gut. Und wo wird mich der Weg jetzt hinführen? Richtung T-Rex. Und ich denke, ich fürchte, ich werde wieder enttäuscht. Dass da nur so ein Standard-T-Rex rumhockt. Ist übrigens im Moment auch der einzige T-Rex, wo ich weiß, dass er da ist. Denn da, wo ich meinen gefunden habe, sind ja jetzt keine mehr. Oder habe ich meinen hier gefunden? Das weiß ich. Habe ich den hier geholt? Das kann auch sein. Okay, alle Standard. Deswegen könnte da doch mal was Besonderes sein jetzt. Oh, naja, zumindest eine andere Farbe. Aber es wird nichts Tolles sein, glaube ich. Ach, die sind aber so... Dievenhaft. Diese... Der T-Rex. Ja, was denn? Hm? Jetzt habe ich ihn. Ach Mist, das... Nein, ich weiß. Nee, das war falsch. Oh Mann. Und das war total falsch. Was mache ich denn da? Nochmal. Nee, das war auch falsch. Ich habe das Rot doch viel zu kurz gemacht. Jetzt fange ich mit Rot an. Es wird ja aber schlimmer.
Jetzt haben wir's. So, mal schauen, was für eine Farbe du bist. Was für eine Farbe du bist? Hä? Okay. Ich sag mal ungewöhnlich. Oh, der schläft aber schnell ein. Gewöhnlich sogar nur. Eiche. So, aufwachen. Ach Mann, ach Mann. Das bleibt mir wohl vergönnt. Ja, moin. Alle gucken mich an. Ja, hier bin ich richtig. Gut, laufen wir mal so ein bisschen wild rum. Schau mal, was wir hier noch finden an Dinos. Sieht jetzt nicht doll aus. Bei euch. Ja, ich glaube jetzt auch nichts Besonderes. Hier drinne. Nee, ist leider immer noch voll Wasser. Wie lange sich das hält, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja total irre. Ja, moin. Also du hast eine hübsche Farbe, das muss man schon sagen, aber... Ach, den kenne ich auch noch nicht. Ja, dann mal los. Komm, machen wir. Also ganz ehrlich... Das übt schon so, ne? So ein bisschen ein Trodon. Wenn man sowas hier macht, sich merken muss, man wird doch immer besser, muss ich gerade feststellen. Also zum Gedächtnis, zur Gedächtnisübung ist dieses Spiel perfekt. So, Trodon. Mhm. Ein Trodon, das ist richtig. Welche Farbe bist du oder welche Seltenheit? Ungewöhnlich. Mandarin, okay. So, aufwachen. Sehr gut. Los geht's. Ein Trodon. So viele dürfen mir noch gar nicht mehr fehlen, oder? Guck mal, hier fehlt einer. Das weiß ich ja, wer das ist. Das ist mein Dino. In Dablewood fehlen mir noch einige. Und Ariacotta Canyon habe ich alle. Hier fehlen mir 4 Dinos. Okay. Wahrscheinlich auch viele von den Kleinen, ne? Es kann sehr gut sein, dass ich diese ganzen Kleinen immer übersehe oder nicht. So wie hier zum Beispiel. Na komm, dann machen wir das mal. Okay, da gibt es nur die 2. Ja, die kenne ich nämlich auch noch nicht. Was war das denn? Nee, das war falsch. Nochmal, mach nochmal. Nee, war falsch. Okay, okay. Es fing anders an, glaube ich. Na los. Oh. Nee, nochmal. Nochmal, nochmal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nochmal. Fang an. Na, jetzt haben wir's. Dann beruhig dich erstmal. Das dauert eine ganze Weile. Sehr aufgewecktes Kerlchen. So, tiefenentspannt. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Compsognathus. Okay. Ich nehme das mal so hin. Ich schreibe das mal so auf. Dum, 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 dum. Gewöhnlich. Qualle. Farbe, Qualle. Gut, dann dürften jetzt nur noch 3 fehlen. Naja, da sind sie. Ja. 3 Dinos fehlen mir hier noch. Fragt sich, welchem. Habe ich den schon? Ja. Den kenne ich schon. Den kenne ich schon. Alter Bekannter. Weiter geht's.
Und ich glaube, hier in dieser Richtung kenne ich auch alle. Oder habe ich mit allen schon mal das Liedchen geübt? Mit euch? Ja, kenne ich. Aber ich weiß nicht, wie das mit denen hier nebenan ist, aber ich glaube auch. Ja, mit euch auf jeden Fall. Na gut, also es fehlen hier noch drei und es fehlt noch einer. In dem Hauptgebiet, was ist Hauptgebiet? Im Startgebiet. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Die finden wir aber erst später. Diese Folge ist nämlich jetzt zu Ende. Und nächste Folge, also ich werde jetzt wahrscheinlich immer so ein paar Tage vorspielen schon mal, dass wir da ein bisschen vorankommen. Weil es ist, man muss es ja schon mal sagen, es ist sehr wiederholend, extrem wiederholend. Weil im Endeffekt, ich baue was an, ich reite hier rum und suche Dinos. Ist ein bisschen langweilig anzuschauen. Deswegen werde ich das so ein paar Tage immer vorspielen, dass es vielleicht mal was, dann wenn was Besonderes ist, dass ich das dann zeige. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall spätestens zum nächsten Picknicktag. Da sind wir auf jeden Fall wieder da. Das möchte ich auf jeden Fall zeigen. Dann bin ich auch gespannt, was für Dinos da kommen. Ob wir da ein paar seltene Farben finden. Das wäre natürlich richtig prima. Und das wäre auch richtig prima, wenn ihr die nächste Folge wieder reinschauen würdet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.